Cooler Typ und schaut besser aus als je zuvor, Reinhold Bilgeri, und ein schönes Thema. Jetzt geht es um einen Mann, der seine Leidenschaft fürs Fotografieren bereits als Kind entdeckt hat. Mit 21 hat Manfred Baumann diese Leidenschaft zum Beruf gemacht. Österreichs Paradefotograf, der sich vermehrt der Porträt- und Aktfotografie widmet, zeigt derzeit eine Ausstellung im Wiener Palais Palfi. Lionel Richie ist da, Paul Anker auch und 007 Roger Moore sowieso. Auf Fotopapier verewigt. Der österreichische Fotograf Manfred Baumann zeigt im Rahmen seiner Ausstellung Visionen, Prominente von einer ganz anderen Seite. Das Hauptthema ist es, glaube ich, das sind natürlich, dass die Fotografien gefallen, denn das ist eigentlich mein Hauptaugenmerk. Vor allem, dass sich auch die Leute die Fotos anschauen und nicht nur einfach jetzt zum Trinken und zum Promischauen kommen. Österreichs Hollywood-Export Sibyl Denning durchschneidet das rote Band und die gleichen Scharen gekommenen Interessierten strömen in die Ausstellungshalle des ehrwürdigen Palais Palfi in der Wiener Innenstadt. Sie sind mit der Mama da heute? Ja, ich bin direkt aus Los Angeles nur für den Manfred gekommen. Und habe meine Mama vor 2 Tagen besucht in Riede-Minkreis, Oberösterreich, und habe sie hier nach Wien mitgebracht und sie freut sich sehr. Und da verliert Sibyl ihre Mama aus den Augen und begibt sich auf die Suche nach ihr. Währenddessen begutachten die Abgelichteten kritisch ihr Konterfei und fragen sich, ob sie denn wohl die Fotos von Baumann mögen. Seine von mir ja. Es gibt ganz, ganz viele, die ich nicht mag, aber mag ich, ja. Sibyl sucht weiter. Ich fotografiere lieber selber, aber ich mag es nicht. Und wenn man den Fotografen nicht mag oder den doof findet oder der dann sagt, ja, ja, gut, toll, dann kriegt man selber so einen Unwillen, dass man sieht es auf den Fotos dann. Manfred ist bei Gott nicht so lieb zu mir wie zu den anderen Models beim Shooting. Da muss immer alles zack, zack gehen und rasch, rasch. Mit den anderen hat er wesentlich mehr Geduld. Da bin ich dann schon der Chef und lege mehr oder weniger schon wie bei einem Film die Regie an und versuche hier einfach Regie zu übernehmen, egal was jetzt das Licht alles betrifft. Und zu guter Letzt, die Mama ist gefunden. Ich bin am Abend angekommen und habe gesagt, ich will was Leichtes, aber ich mag halt gerne Wurstsalat. Auch. Und der Bär. Die Tochter auf Besuch, das ist wohl das schönste Muttertagsgeschenk. Und wir übersiedeln nach Wattens in Tirol im Alpenstadion. Dort ist heute scharf geschossen worden.